Jetzt geht es darum, in der Art, wie ich das in einem anderen Video erklärt habe, mal das Format Change History zu analysieren, als ein Beispiel für Formatanalyse im Modeling. Dafür stelle ich Change History einmal kurz vor. Wir brauchen für das Format eine Timeline mit Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und auf dieser Timeline muss es irgendwo ein Ereignis geben. Haben wir hier ein signifikantes emotionales Ereignis, was nicht so doll war. Und infolgedessen gibt es in der Gegenwart ein Symptom, was auch nicht so doll ist. Und jetzt läuft Change History folgendermaßen, dass man, wen nehmen wir denn jetzt da? Sieht die schön aus mit Zopf? Dann noch einen mit Bart. Das könnte jemand von Bernd Isert sein. Bernd Isert hat bei den Playmobil-Figuren immer den Kopf weggemacht und gesagt, so kann man Glaubenssätze ändern. Glaubenssatz rausnehmen, neuen Glaubenssatz reinnehmen. Ach, der sieht doch schön aus. Den nehmen wir hier. Okay, das heißt, die Idee von Change History ist, ich habe in der Gegenwart ein Symptom und die Begründung ist, mir geht es jetzt hier schlecht, weil das damals so war. Und jetzt läuft Change History so, ich gehe aus der Gegenwart raus, gehe in diesem Moment hier vor mein Ereignis, suche mir irgendeine Ressource. Ich finde gerade keine Ressource. Ist das hier eine mögliche Ressource? Ach, ich nehme das als Ressource. Such mir eine Ressource, das, was mir damals gefehlt hätte, hat, und gehe mit dieser Ressource nochmal rein, erlebe neu und komme wieder in die Gegenwart und alles ist ganz anders und ich blicke in die Zukunft und sage, ganz wunderbar ist das jetzt. Das ist die Grundidee von Change History. Also nochmal zum Mitmachen die Schritte, Symptom in der Gegenwart, Zustand bestimmen, wo es herkommt, vor den Zustand gehen, Ressource finden, Ressource aktivieren, hier rein, neu erleben und bis in die Gegenwart. Das ist das Format Change History. Wenn man sich das jetzt anguckt und in dieser Art analysiert, ist eine Stelle vermutlich ziemlich schnell klar, die Stelle der Veränderung, das ist die, wonach ich immer zuerst suche, wo ist die Stelle der Veränderung, ist ziemlich offensichtlich, da wo ich mit der Ressource nochmal hier reingehe. Also ich habe mit der Ressource ein Neuerleben von diesem Moment, das heißt, das ist die Stelle der Veränderung. Punkt A ist auch klar, das ist der Anfangspunkt, wenn ich hier stehe und sage, mir geht es jetzt gerade schlecht, weil, und Punkt B ist auch klar, das ist der Zustand am Ende, wo ich wieder an der gleichen Stelle stehe und sage, mir geht es jetzt gut, weil. Das ist ganz wichtig, wenn man in einem Format die Punkte A und B vergleicht, dass das, gerade wenn man das Format mit Bodenankern inszeniert, ist das eigentlich immer die gleiche Stelle. Ich habe eine bestimmte Stelle in meinem Setting, wo ich den Vergleich machen kann. Wie ging es mir am Anfang, wie geht es mir jetzt? Das ist der A-B-Vergleich. Das heißt, ich habe Punkt A, Punkt B, die Ressource erstmal vom Ablauf. Jetzt wäre die nächste Frage, die ich mir stelle, auf welcher Ebene läuft dieses Format? Und dazu gehe ich einfach mal die Ressourcen durch auf den Ebenen und überlege mir, ob die drin sind, weil die Regel ist ja, die höchste Ressource gilt. Also kann ich mich fragen, in diesem Format Change History, gibt es da irgendwas mit WAKOK? Ja, definitiv, das gibt es immer in NLP-Formaten. Gibt es in diesem Format Timeline? Ja, es gibt hier eine Timeline, offensichtlich hingemalt. Gibt es Persönlichkeitsteile? Nein, die gibt es nicht, wir arbeiten nicht mit Persönlichkeitsteilen. Gibt es ein dissoziiertes Selbst, also taucht das Selbst zweimal auf? Offensichtlich nicht, also haben wir das auch nicht. Gibt es signifikante emotionale andere, Leute, die damals eine Rolle gespielt haben? Gibt es auch nicht. Gibt es spirituelle Ressourcen? Gibt es auch nicht. Von daher ist völlig klar, Change History als Format wirkt von Ebene 4 auf Ebene 3. Das heißt, ich würde notieren, Change History wirkt von 4 auf 3. Und das ist wahrscheinlich
Für viele NLPler schon mal eine Überraschung, wenn sich das so angucken, weil wenn man sich guckt, wo wird Change History gemacht, wie wird es eingesetzt im Training und im Coaching, würden viele NLPler sagen, wieso mit Change History ändere ich doch einen Glaubenssatz? Also ich bin doch auf Ebene 4, mit dem das macht. Ja, nur wenn ich einen Glaubenssatz hier ändere, dann müsste ja die Ressource von der Ebene 5 kommen. Vom Format her, also die im Format eingebaute, implizite Ressource des Formats, ist nur Timeline Ebene 4. Das heißt, Change History wirkt von 4 auf 3. Wenn ich mir so ein Format angucke, dann finde ich es hilfreich, mich sehr bald zu fragen, wie würde man das jetzt im normalen Deutsch ausdrücken? Also kein Mensch, der ein Change History erlebt, würde sowas sagen wie, ja, und dann bin ich auf meiner Timeline zurück und habe eine Ressource. Das ist ja merkwürdig, kein Mensch redet so. Also was würde eigentlich jemand aussagen, der Change History erfahren hat? Und da kann ich mir entweder überlegen, die Stelle der Veränderung in einen Satz zu packen oder die Punkte A und B oder das gesamte Format. Und für mich ist, es gibt mehrere Möglichkeiten, bei jedem Format viele Möglichkeiten, wie kann ich es in einen Satz machen. Eine der Formulierungen für Change History, die mir sehr gefällt, ist, dass Leute sagen, ich habe was Doofes erlebt und ich habe etwas daraus gelernt. Das heißt, ich kann formulieren Punkt A, Punkt B, dann wäre Punkt A die Idee, weil es einmal so ist, wird es immer wieder so sein? Also ich habe da mal erlebt, das war ganz schlimm, konkretes Beispiel. Jemand kommt und sagt, ich traue mir gar keine Präsentation mehr zu geben, weil ich hatte neulich eine Präsentation, die ist so fürchterlich schief gegangen. Ich habe jetzt Angst, dass alle meine Präsentationen immer schief gehen. Das heißt, Punkt A ist die Idee, weil es einmal so war, wird es künftig wieder so sein. Und Punkt B, also mit der Ressource, ist dann die Idee, weil es so war, wird es künftig anders sein. Das heißt, der würde sagen, ich hatte neulich eine Präsentation, die ging schief. Boah, habe ich da wichtige Sachen gelernt. Ich freue mich gerade auf die nächste Präsentation. Das ist, was sich aus dem Change History ergibt. Das heißt, Change History in einem Satz wäre, wenn einer kommt und der sagt, mir geht's schlecht, weil ich habe eine Präsentation verhauen. Also wir hören schon, er sagt, mir geht's schlecht, weil ich habe eine Präsentation verhauen. Und ich sage ihm dann, was hast du daraus gelernt? Und er sagt, boah, und hat so einen Erleuchtungsmoment. Dann habe ich mit dem gerade ein Change History in einem Satz gemacht. Das heißt, der hat die Essenz des Change Histories in einem Satz durchlaufen. Die Idee, das Format in einem Satz bedeutet für mich, dass ich nicht das Format in einem Satz erkläre. Ich sage nicht, Change History ist ein Format, wo man nochmal zurückgeht und mit einer Ressource das Ganze neu erlebt. Sondern ich führe jemanden mit einem Satz durch das Format durch. Das heißt, wenn der Satz wirkt, bewirkt er das Gleiche wie ein Format Change History. Das heißt, in vielen Fällen wird das so aussehen, einer kommt und sagt, mir geht's gerade schlecht, weil ich habe eine Präsentation verhauen und ich glaube, ich kann die wieder präsentieren. Ich sage zu dem, was hast du denn daraus gelernt? Der sagt zu mir, du Depp mit deinem NLP-Quatsch. Das heißt, in vielen Fällen wird jemand so einen verdichteten Satz nicht sofort umsetzen können. Und wenn ich diesen Satz anbiete, was hast du daraus gelernt? Und er sagt mir, ich habe überhaupt nichts daraus gelernt, es wird dieser so sein. Kann ich ihm sagen, ich erkläre es dir nochmal langsam den Satz, Stück für Stück. Und dann kommt raus, das heißt, das Format ist die Langform des Satzes, was ich einsetze. Und eine andere Möglichkeit für Change History in einem Satz wäre sowas wie, der kommt und sagt, die Präsentation war schlimm und ich sage, okay, was würdest du denn heute anders machen? Das wäre auch so eine Idee. Und je nachdem, ob mir einer diese Frage beantworten kann, geht er durch das Format durch oder er geht eben nicht durch. Und wenn er nicht durchgeht, ist ja auch nicht schlimm. Ich kann dann entweder das Format im Smalltalk komplett durchführen oder ich sage sogar, du, ich habe zufällig ein paar Bodenanker dabei, ich lege die mal aus, wir gehen da mal durch. Wenn ich mir jetzt das Format Change History angucke und sage, ich habe einen Punkt A auf Ebene 3, ich habe einen Punkt B auf Ebene 3, ich habe eine Ressource auf Ebene 4, wäre jetzt eine mögliche Frage, die ich mir stellen kann, wie sind Formatvariationen, indem ich, gibt es hier irgendwas, was ich als Merkerchen nehmen kann? Ach, der sieht ja auch echt süß aus. Ich nehme den mal als Ressourcenmerker. Der bleibt sogar stehen. Also ich habe jetzt meine Ressource auf Ebene 4,
Und dann sieht Change History so aus, gegenwärtiger Zustand, zurückgehen, Ressource aktivieren, nochmal durch. Das ist Change History von 4 auf 3. Jetzt ist die Überlegung, wie würde ich Change History machen, wenn die Ressource von 5 kommt? Dann überlege ich mir, na gut, die Ressource von 5 heißt, ich brauche ein dissoziiertes Selbst. Also wäre jetzt die Idee, ich bin in der Gegenwart, mir geht es hier komisch, weil ich habe mal irgendwann hier was Komisches erlebt. Jetzt aktiviere ich hier meine Ressource und gehe zu meinem jüngeren Selbst und sage zu meinem jüngeren Selbst, du, ich gehe da jetzt mit dir durch. Und dann gehe ich mit meinem jüngeren Selbst zusammen hier durch, in der Gegenwart, verschmelzen wir und Blick in die Zukunft. Das wäre Change History von 5 auf 4. Das Format heißt bei mir im NLP Self-Nurturing. Wenn ich sage, wie sieht denn das Ganze aus von 6 auf 5, dann brauche ich jetzt als Ressource signifikante emotionale andere. Also nehmen wir an, bei dem Beispiel der Präsentation, das sind Leute, die haben ganz arg über mich gelacht, wie meine Präsentation schiefgegangen ist. Jetzt überlege ich mir, ich gehe hier hin, jetzt gebe ich denen die Ressourcen. Ich habe leider Gottes hier nur einen Ressourcetopf im Angebot. Ich gebe jetzt denen die Ressourcen, gehe nochmal hier rein und erlebe jetzt mit den ressourcevollen anderen das Ganze. Und gehe mit denen bis in die Gegenwart und ups, erlebe das Ganze ganz neu. Das wäre Change History von 6 auf 5. Das Format gibt es auch im NLP, das heißt Reimprinting. Und wenn man sich das Buch von Dils durchliest, Identität, Glaubenssystem und Gesundheit, steht genau das drin. Er suchte ein Interventionsformat auf Ebene 5 wirkend. Es gab damals keins, also hat er Change History genommen und hat es 2 Ebenen nach oben gesetzt, für seine Mutter damals entwickelt und sich überlegt, wie kann ich Change History machen von Ebene 6 auf Ebene 5? Und kam auf die Idee, naja, dann braucht halt nicht das Selbst die Ressourcen, sondern die signifikanten emotionalen anderen brauchen die Ressourcen. Das ist Change History von 6 auf 5. Und jetzt die spannende Frage, wie geht Change History von 7 auf 6? Und das ist eine merkwürdige Frage, und zwar einfach deswegen, wenn ich von 7 auf 6 arbeite, dann ändere ich ja nicht mehr mich, dann ändere ich ja meine Zugehörigkeit. Also ist die Überlegung, was verändere ich da eigentlich? Das heißt, es würde bedeuten, ich nehme mal jetzt den hier als Stellvertreter für eine bestimmte Zugehörigkeit, dass ich sage, ich fühle mich im Augenblick einer bestimmten Gruppe von Menschen zugehörig und jetzt gerade ist das für mich ein Problem. Klassiker wäre sowas wie, jemand wird befördert im Job, fühlte sich bisher der Gruppe der Mitarbeiter zugehörig, ist jetzt plötzlich Führungskraft und fühlt sich gar nicht den Führungskräften zugehörig. Also Karrierecoaching ist eine der wenigen Stellen, wo eine Veränderung der Zugehörigkeit wirklich sehr, sehr wichtig sein kann. Und jetzt ist die Überlegung, wie kriege ich den dazu, dass er seine Zugehörigkeit wechselt. Und da könnte sein, dass ich sage, geh nochmal zurück und nimm dir jetzt eine spirituelle Ressource, die dir erlaubt, eine andere Zugehörigkeit einzugehen. Diese spirituelle Ressource hat normalerweise im Coaching nichts mit Religion zu tun, sondern da geht es um sowas wie eine Vision oder eine Mission. Das heißt, nehmen wir an, das wäre ein Führungskräftecoaching, wäre zum Beispiel eine wirklich überzeugende Firmenvision, wäre die Ressource, die es einer angehenden Führungskraft erlaubt, die Zugehörigkeit von Mitarbeitern zu Führungskraft zu ändern. Das wäre dann Change History von 7 auf 6. Jetzt kann ich mir noch überlegen, wenn das ursprüngliche Change History so ist, wie mache ich es denn dann von Ebene 3? Also wie mache ich es denn, wenn ich die Timeline weglasse? Und dann kommt raus, ich habe einen gegenwärtigen Zustand, der mir nicht gefällt und ich aktiviere eine Ressource. Und guck mir einfach an, wie es mir dann geht mit der Ressource. Und da sagt der NLPler, Moment, das Format gibt es ja auch. Das heißt Collapsing Anchors. Das heißt, ein Change History ohne die Ebene 4 Ressource ist ein Collapsing Anchors. Sodass ich jetzt sagen kann, wenn ich mit dem Format Change History durch die Ebenen gehe, habe ich von 4 auf 3 Change History, von 3 auf 2 Collapsing Anchors, von 5 auf 4 Self-Nurturing, von 6 auf 5 Reimprinting und von 7 auf 6 ein Format, für das es im NLP keinen Namen gibt,
Man kann es auch Reimprinting nennen oder auch Change History. Jedenfalls das gleiche Muster, nur eine Ebene höher. Und jetzt das Ganze mit den dunklen Versionen. Also wie gesagt, Change History geht ja als Format von 4 auf 3. Das heißt, es ändert nicht auf der Glaubenssatzebene, es ändert von der Glaubenssatzebene. Da werden sich viele NLPler wundern, die sagen, ich ändere doch mit Change History Glaubenssätze. Jaha, das Format von der Konstruktion her, und deswegen mache ich hier das Spiel, dass ich Formate analysiere im Modeling, um zu wissen, wie baut man neue Formate. Das Format vom Aufbau her arbeitet von 4 auf 3. Aber ich kann natürlich die Ressource, die ich einsetze, ich nenne das die explizite Ressource, die kann auf jeder beliebigen Ebene sein. Und sowas sieht dann in der Praxis folgendermaßen aus. Da steht dann mein Klient hier und ich frage ihn, was tätest du brauchen? Dann sagt er vielleicht Mut, Zuversicht, Humor, sowas in der Art. Und dann stelle ich gerne die Frage, ich sage immer als ob, gehe mal so ein bisschen in die Nähe und ich frage ihn, reichen die Ressourcen? Und er sagt, nein. Und dann sage ich, was könntest du noch für eine Ressourcen nehmen? Boah, weiß ich nicht. Und dann kommt vielleicht so eine Idee wie Selbstliebe oder Selbstwert oder Selbstvertrauen. Und plötzlich sagt mein Klient, ui, das fühlt sich an, als würde es funktionieren. Naja, klar, weil die Ressourcen, die mit Selbst anfangen, Selbstliebe, Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, das sind ja Ressourcen von Ebene 5. Das heißt, wenn er im Format Change History, was als Format von Ebene 4 auf 3 funktioniert, eine Ressource einbaut von Ebene 5, dann wirkt das Format natürlich auf Ebene 4. Und angenommen, jemand kommt mit diesem Präsentationsthema und sagt, ich hatte hier eine Präsentation, die ist ganz schlimm, darum mag ich keine Präsentation mehr geben, weil ich habe irgendwie das Gefühl bekommen hier, meine Arbeit ist nichts wert. Ach was, ich bin nichts wert. Das heißt, mein Klient präsentiert mir gleich das Thema auf Ebene 5, ich bin nichts wert, mit Change History. Und aus welchem Grund auch immer, ich bin entschlossen, ich mache das mit Change History. Und er steht jetzt hier, und auch wenn ich ihm jetzt die Ressourcen anbiete, Mut oder Humor, Ebene 4 Ressourcen bringt gar nichts. Jetzt komme ich mit sowas wie Selbstvertrauen, Selbstliebe, Selbstwert. Ja, also ich meine, wenn er schon sagt, mein Problem ist, ich fühle mich wertlos, kann ich nicht mit der Ressource Selbstwert kommen, das wird überhaupt nichts. Und dann fällt mir vielleicht, weil ich ein erfahrener NLPler bin, so ein Satz ein, wie sag mal, möchtest du, ich hatte doch hier gerade so einen kleinen, der ist jetzt weg, schade, 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 mein Kindchen, ah hier, doch, hier habe ich es. Und ich sage sowas wie, möchtest du dieses Thema wirklich deinen Kindern weitergeben? Und vielleicht er so, und ganz tief betroffen und sagt, nein. Und ich sage, okay, dann bearbeite jetzt das Thema für deine Kinder. Und schon aktiviere ich eine Ressource von Ebene 6. Das, was ich so schade finde, ist, wenn Change History im Training, im Practitioner gezeigt wird, für die Practitioner-Teilnehmer, dann haben die im Skript normalerweise das Format ganz klar beschrieben, von Ebene 4 auf Ebene 5. Dann sind da die ganzen Teilnehmer im Practitioner, meistens mit Themen auf Ebene 4 und 5, kommen vor die Gruppe in die Demo und der Trainer natürlich sehr erfahren, hohe unbewusste Kompetenz, spürt, dass er jetzt mit Mut und Humor nicht weiterkommt. Und dann fällt ihm plötzlich sowas ein wie, tu's für deine Kinder. Unterbrich die Geschichte und gib deinen Kindern eine andere Botschaft weiter. Die meisten Teilnehmer, die jetzt in dem Kurs sitzen, kriegen gar nicht mit, dass das soeben die Stelle der Veränderung war. Das war die entscheidende Ressource. Das Aktivieren der Ebene 6 Ressource der Kinder. Jetzt geht er hier rein, denkt an seine Kinder, denkt daran, ich bin Vorbild, ich bin Mentor, ich bin Vater oder ich bin Mutter und geht mit dieser Ressource hier rein und ändert mit Ressource sein Selbstbild, seine Identität. Das heißt, mit einem Format, was von 4 auf 3 arbeitet, ändert er auf Ebene 5, weil er bringt eine Ressource von Ebene 6. Ich glaube, ich sage das nochmal, weil der Satz war kompliziert, ne? Okay, also mit einem Format, welches als Format implizite Ressource von Ebene 4 auf Ebene 3 wirkt,
kann ich, wenn ich als explizite Ressource, als ausdrücklich eingebaute Ressource etwas von Ebene 6 nehme, mach's für deine Kinder, auch auf Ebene 5 ändern. Das ist nur unsicherer. Das heißt, wenn ich ein Format sehr sicher bauen will, wenn ich das so bauen will, dass ich sage, da kann kaum was schiefgehen, das Format taugt auf dieser Ebene, dann baue ich die Ressource ins Format ein, da kommt eben Reimprinting raus. Aber ich kann natürlich genauso mit Change History, mit einer Ressource von Ebene 6 auf Ebene 5 hier arbeiten. Und nachdem im Practitioner das die Teilnehmer oft nicht wissen, sehen die dann diese geniale Demo vor der Gruppe, hören diesen einen Satz nicht, wo die Ebene 6 Ressource kommt, gehen in Kleingruppen, nehmen sich auch Themen von Ebene 5 oder Ebene 4, aktivieren die Ressourcen, wie sie im Skript stehen, Vertrauen, Mut, Humor und Ähnliches und sagen hinterher, bei uns hat es nicht geklappt. Und das ist schade, weil das Format hat geklappt, bloß die Ressource war zu weit unten. Okay, nächster Punkt, den ich, wenn ich ein Format mir angucke, auch beachten kann, ist die Frage, auf welcher Ebene führe ich das Format denn durch? Was ist das Merkwürdiges? Ich nehme das mal, auch wenn es nur Haare sind, aber vielleicht sind Haare hier auch als Anzeigeinstrument ganz... Sieht aus wie ein Mäuschen, hier so. Oder ein kleiner Elefant. Okay, wie auch immer. Also, ich kann ein Format auf Ebene 1 durchführen, auf Ebene 2 und auf Ebene 3. Das Spannende daran finde ich, dass wir hier mit dem Thema Spiegelneuronen zu tun haben. Das heißt, die Durchführung auf Ebene 2, Ebene Verhalten, würde bedeuten, jemand macht das Format. Da sage ich zum Klienten, steh mal auf, geh mal rum, stell dich mal dahin, beweg dich mal so und so, mach dieses Format. Und nun weiß man ja aufgrund der Spiegelneuronen, dass wenn ich eine bestimmte Bewegung mache, feuern bestimmte Neuronen in meinem Kopf. Wenn ich sehe, dass jemand die Bewegung macht, feuern die gleichen Neuronen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich die Bewegung mache, feuern die gleichen Neuronen. Und das heißt, ich kann jedes Format, ich muss jedes Format irgendwo in der WAKOG-Welt machen. Das hier unten ist ja die WAKOG-Welt. Also ich kann ja ein Format nicht hier oben im abstrakt-metaphorischen machen. Also muss ich es irgendwie sinnlich abbilden. Es ist aber dem Format völlig egal, ob ich es mache, ob ich es beobachte oder ob ich mir es vorstelle. Und ich kann auch kombinieren. Das heißt, machen wäre halt, ich mache das. Beobachten wäre, jemand macht mir es vor. Der Coach könnte für mich da durchgehen, der Coach kann mir jetzt mit Püppchen vorstellen, was du gerade jetzt hier im Video siehst, ist im Prinzip, ich mache für dich das Format auf Ebene 1. Ich lasse das Püppchen hier durchlaufen, ich gebe dem Püppchen die Ressourcen und wenn du, während du dir das anguckst, innerlich eine Veränderung erlebst, dann hast du das Format gerade auf Ebene 1 durchgeführt. Wenn du das Video ausmachst oder nach dem Video, dir einen Moment nimmst und dir das vorstellst innerlich, was ich hier gezeigt habe, dann machst du das Format auf Ebene 3. Das heißt, ich kann mir überlegen, wie kann ich das Format machen? Wie kann ich es jemandem zeigen, vorstellen? Und wie kann sich es jemand innerlich vorstellen? Das zum Beispiel ist Fantasiereise, Trance, Audiotape zum Beispiel, sowas in der Art. Hier kann man Püppchen nehmen, Playmobilfiguren oder eine Aufstellung und ich kann natürlich kombinieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Bodenanker auslege und jemand macht das mit den Bodenankern, habe ich eine Kombination von Ebene 1 und Ebene 2. Wenn ich Playmobilfigürchen nehme und dann sowas sage wie, und jetzt stell dir vor, wie von dem hier die Ressourcen hier rüber strahlen, ist es ja so genau genommen, die Püppchen stehen hier wirklich. Den Strahl hast du jetzt innerlich gesehen. Das heißt, das ist eine Kombination aus 1 und 2, 1 und 3. Ich habe die Püppchen auf 1 und den Strahl auf Ebene 3. Wenn ich jetzt einen bitten würde, er soll selber die Figuren in die Hand nehmen, soll er selber hier rumschieben, die Püppchen und sich die Ressourcen vorstellen, habe ich eine Kombination von 1, 2 und 3. Das ist eine sehr spannende Variation, sich zu überlegen, wie kann ich das Format auf jeder unteren Ebene machen und entsprechend kombinieren. Da finde ich zwei Sachen wichtig. Für sich selber sollte man irgendwann rausfinden, auf welcher Ebene taugen mir die Formate am besten. Also Leute sind verschieden. Der eine mag es auf 1, der andere mag es auf 2, der andere mag es auf 3. Das heißt, je besser du
rausfindest, auf welcher Ebene gefallen dir die NLP-Formate für dich, umso mehr machst du sie. Im Coaching wäre es gut, du könntest die Ebene nehmen, die dein Klient sich wünscht. Also je mehr du darauf angewiesen bist, du kannst Formate nur auf Ebene 2 machen, also bei dir müssen die Klienten was machen, ist halt ein bisschen schade. Das heißt, wenn dein Klient zugucken will, dann lass ihm was zugucken. Und wenn dein Klient sagt, wissen Sie, ich würde mich jetzt gerne mal zurücklehnen, entspannen und Sie erzählen mir eine Geschichte und ich stelle mir was vor, dann kriegst du das. Das wäre die Variation der Durchführungsebenen. Eine Variation, die ich auch noch sehr gerne bei den Formaten mache, ist die Frage, wie sieht denn die dunkle Variante aus? Also die, die von einem angenehmen zu einem unangenehmen Zustand geht und als Variation davon, wie sieht denn die Variante aus ohne Ressource? Ich fange mal an mit ohne Ressource, weil das klingt so eigenartig. Wie läuft das Format eigentlich ohne Ressource? Und das kommt aus der zweiten Masterclass. Die Idee, ich fand die faszinierend, die Idee, ein Format ohne Ressource zu machen. Also Change History. In Alltagssprache wäre, dass ich jemandem sage, stell dir doch mal vor, wie das gewesen wäre, wenn du Ressourcen gehabt hättest. Also ich lade jemanden ein, geh doch nochmal ressourcevoll durch. Wenn ich das Ganze jetzt ohne Ressourcen mache, würde ich sagen, die Präsentation, die du mir gerade erzählt hast, stell dir doch einfach vor, du hättest sie nochmal. Oder denk doch nochmal an die Präsentation. Das heißt, ich lade ein, geh nochmal zurück, aber ich sage nicht, geh nochmal ressourcevoll zurück. Ich könnte zum Beispiel bei der Variante mit dem Reimprinting sowas sagen. Na, überleg mal, was haben sich denn die anderen gedacht, wie du präsentiert hast? Das heißt, mit so einem Satz bin ich unentschieden. Jetzt kann einer sagen, ach, wenn du mich so fragst, ich glaube, die haben es eigentlich gut gemeint. Dann würde der selbst Ressourcen aktivieren. Er kann aber auch sagen, oh, wenn du mich das jetzt fragst, ich glaube, die waren so froh, dass ich gescheitert bin. Das heißt, wenn ich das Format ohne Ressource mache, ist es im Zufallsbereich, welche Variante rauskommt, die helle oder die dunkle. Und das ist deswegen sehr spannend, weil sobald man die Formate ohne Ressourcen macht, erkennt man oft Sätze, die man im Alltag hört. Das heißt sowas wie, ja, was glaubst du denn, was haben sich denn die anderen gedacht? Das wäre ein Reimprinting ohne Ressource. Und wenn ich jetzt in die dunkle Variante gehe, dann wäre das bei Change History zum Beispiel der Satz, um Gottes Willen, was hätte alles schiefgehen können? Das heißt, jetzt lade ich ein, geh nochmal zurück und denk dir, es ist schlimmer. Das habe ich einmal erlebt auf dem Spielplatz. Da ist ich hatte doch hier ein kleines Kind irgendwo. Mir verschwinden immer die Figuren. Merkwürdig. Sind kurz da und sind wieder weg. Da lief ein Kind auf ein Mäuerchen und die Mutter meinte, pass auf, du fällst runter. Das Kind meinte, nein, falle ich nicht. Also die Mutter meinte, du fällst runter, nein, falle ich nicht. Und das Kind lief perfekt auf der Mauer, sprang hinten runter und meinte, siehst du, ich bin nicht runtergefallen. Und die Mutter meinte, aber beinahe wärst du. Und dieser Satz, aber beinahe wärst du, ist ein dunkles Change History. Das heißt, was wirklich passiert ist in dem Augenblick ist, das Kind lief perfekt auf der Mauer und ist perfekt runtergesprungen. Die Mutter sagt, geh nochmal zurück in deiner Fantasie und stell dir vor, wie es gewesen wäre, wenn du runtergefallen wärst. Aber beinahe wärst du. Wenn man die Geschichte sich weiterdenkt, könnte sein, dass die dann nach Hause kommen und die Mutter sagt dem Vater, stell dir vor, unser Kind wäre heute beinahe vom Mäuerchen gefallen. Jetzt wird ein Storytelling draus, die ganze Familie hört die Geschichte und vielleicht kommt dann das Mädchen als Frau 20 Jahre später in Therapie und sagt dem Therapeuten, wissen Sie, ich traue mir halt im Leben so selten Sachen anpacken, weil ich als Kind beinahe vom Mäuerchen gefallen wäre. Was ist wirklich passiert? Nichts. Sie ist auf der Mauer gelaufen. Was hat sie sich vorgestellt? Schlimme Sachen. Das ist ein dunkles Change History. Was hätte da alles passieren können?